Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung, beziehungsweise heute mal zu einer etwas anderen Folge, als ihr es möglicherweise von mir gewohnt seid. Heute geht es nicht um Fahrer oder Strecken oder Teams oder sowas ähnliches. Nee, heute geht es mal um den Pay-TV-Sender Sky. Eins vorab, das ist natürlich kein Werbevideo oder sowas ähnliches oder mit Sky abgesprochen oder so. Das ist einzig und alleine meine Idee, die ich seit Juni hatte und das möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, Mike, okay, seit Juni, warum kam das Video nicht schon früher? Ja, ich hatte noch ein paar andere Sachen und die habe ich hier noch mit eingebaut. Hört euch das Video auf jeden Fall bis zum Schluss an und schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentarsektion. Also erst einmal für alle, die es nicht wissen, ja, ich bin unter anderem auch Sky-Partner und ja, unten in der Videobeschreibung befinden sich auch zwei Links. Der erste führt euch zu Sky Ticket, beziehungsweise so hieß es mal, das heißt jetzt Wow, das ist die Internet-Variante und das andere ist die Receiver, also die Sky Q-Variante. Das bekommt ihr aber in einer höheren Auflösung, und zwar nämlich in UHD, so wie Ralf Schumacher das ganz gerne mal sagt. Könnt ihr gerne mal abchecken und ich freue mich schon mal auf euren Support, falls es irgendwie zu einem Kauf kommen sollte. Also erst einmal für alle diejenigen von euch, die das Ganze überhaupt nicht wissen. Sky hat vor kurzem eine Vertragsverlängerung bekannt gegeben, denn der geltende Vertrag bis 2024 wurde bis 2027 verlängert. Das gilt aber nur für Sky Deutschland und für Sky Italien. Und Sky UK und Sky Irland sind sogar bis 2029 dabei. Es gibt aber auch Gerüchte, zumindest Stand jetzt bei der Aufzeichnung dieses Videos, dass RTL per Sonderdeal, den sie 2021 mit 4 Grand Prix und 2022 mit 4 Grand Prix, 2023 angeblich nicht haben. Aber die Formel 1 wird ja sowieso immer größer und immer größer. Nehmen wir jetzt mal rein theoretisch an, der 10-jährige Timmy entdeckt die Formel 1 für sich oder der 40-jährige Günther. Es ist eigentlich vollkommen egal, die Formel 1 wird immer und immer größer. Und dementsprechend wollen die Leute auch die Formel 1 sehen. Ihr müsst aber bedenken, dass so ein Sky-Abo als Beispiel 14,99 € im Monat kostet. Und das Ganze für 6 Monate. Ab dem 7. Monat kostet das Ganze nämlich das Doppelte, 29,99 €. Der ein oder andere wird wahrscheinlich jetzt aufgrund der derzeitigen Situation jetzt denken, das ist mir wahrscheinlich ein bisschen zu teuer und über RTL kann ich nur 4 von 24 Grand Prix im Jahre 2023, also für die nächste Saison, gucken. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wo kann ich die Formel 1 gucken und dabei wenig Geld ausgeben? Und das ist der Grund, weshalb ich dieses Video gemacht habe. So, Herrschaften, im Hintergrund seht ihr jetzt alle Modelle, die für die Kunden in Frage kämen. Das sind aber reine Fantasiepreise, bitte nicht irgendwie zu ernst nehmen. Also ihr seht schon, von Modell 1 bis Modell 5 ist alles Mögliche mit drinne. Modell 1, alle Trainings, das Qualifying und das Rennen bei einem standardmäßigen Rennwochenende. Modell 2, beide Trainings, das Qualifying, das Sprintrennen und das Hauptrennen bei einer der 6 möglichen Sprintrennen, die im Jahre 2023 nämlich stattfinden. Modell 3 ist zum Beispiel für die Leute interessant, die sich denken, Training brauche ich nicht, ich will nur das Qualifying, das Sprintrennen und das Rennen sehen. Modell 4 ist da identisch, da denken sich wahrscheinlich die Leute, nee, ich brauche kein Qualifying, mir reicht das Sprintrennen und das Rennen. Und es soll natürlich auch Leute geben, die sich denken, ja, Training, Qualifying, Sprintrennen will ich alles gar nicht gucken. Ich will nur das Rennen gucken. Und jetzt seht ihr ganz unten, Bezahlung per PayPal oder Lastschrift. Ganz einfach. Denn es gibt nicht viele, die jetzt zum Beispiel sagen, ja, wir haben keine Kreditkarte und meiner Meinung nach kann man das Ganze nur per Kreditkarte machen, zumindest ist es bei mir so. Wahrscheinlich würden sich einige Leute denken, nee, wir haben keine Kreditkarte und wir machen das Ganze nicht. Deswegen habe ich mich dafür so entschlossen, PayPal oder Lastschriftverfahren, also über Konto, das Ganze hier mal so hinzustellen. Falls sich einer von euch jetzt fragt, okay Mike, aber hast du auch gute Gründe für diese Modelle, die du vorgestellt hast? Ich habe insgesamt 4. Erstmal kein Abo, Interessenten wegen den Preisen, eine weitere Einnahmequelle seitens Sky, keine Kreditkarte, sondern PayPal oder Lastschriftverfahren. Das wollte ich euch heute mal vorstellen, wie gesagt, heute mal ein etwas anderes Video und ich bin gerne auf euer Feedback gespannt. Wie gesagt, das ist ein reines Vorschlagsvideo, das wurde nicht irgendwie bei Sky irgendwie, sagen wir mal, vorher durchgeguckt und gesagt, ja, Herr Mike's auf einem Channel, machen Sie darüber mal ein Video. Nein. So, liebe Community, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal per Abo oder per Like supporten, je nachdem, was euch lieber ist. Und da würde ich sagen, dann sehen wir uns dann schon nächste Woche Mittwoch zu einem neuen Video wieder. Denn dann gibt es nämlich das angesprochene FAQ, worüber ich euch gebeten habe, mir Fragen zu stellen. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video und ciao.